Das ist John Dollard. John lebte von 1900 bis 1980. Er war US-amerikanischer Psychologe, Sozialwissenschaftler und Professor an der Yale University. An der Yale University unterrichtete Dollard Soziologie, Anthropologie und Psychologie. Des Weiteren schloss er sich der Yale-Gruppe an. Die Yale-Gruppe bestand aus 5 Personen: John Dollard, Leonhard Dubb, Neil Miller, Robert Sears und O. H. Hoover. Die Yale-Gruppe versuchte, psychoanalytische und behavioristische Konzepte zu verbinden. Und somit entstand die Frustration-Aggressionstheorie im Jahr 1939.